Lasse und ich stehen hier gerade neben Kjell Arne, dem Besitzer und Vermieter von Robu Kjell. Das ist das Ferienhaus, was ihr hinter uns seht. Auch die beiden Boote gehören dazu. Viking und Tobias Boote haben wir hier, also die optimale Flotte, mit der man sehr entspannt und sicher hier den Fjord und das Meer beangeln kann. Wir haben das Haus hier direkt am Hafen mit Blick auf den Fjord. Der Balkon ist direkt über uns. Hinten ist auch noch ein Balkon raus. Man hat hier beste Sicht und beste Begebenheiten. Hier auch das fantastische Angelrevier. Gut und vor allem sicher und erfolgreich zu erkunden. 8 bis 10 Leute gehen hier in die Wohnung rein, also es ist genügend Platz. Die ist top ausgestattet, modern, 2 Badezimmer. Man hat eigentlich alles, was das Anglerherz begehrt. Horst, du hast hier öfter schon geangelt, du kennst die Gegend hier ganz gut. Erzähl doch mal, was und vor allem, wie man hier gut fangen kann. Also eine Besonderheit dieses Reviers sind die flachen Sandbänke, auf denen man gezielt Plattfische nachstellen kann, speziell Klische, Flunder, also nicht nur das Tiefseefischen. Der Fjord selbst ist nur 600 Meter tief, beherbergt natürlich dadurch große Lenk- und Lumps, also alle die am Grund lebenden Fische sind hier vorhanden. Durch die vorgelagerten Inseln findet man auch immer ein geschütztes Plätzchen, also gerade in den Sommermonaten gibt es hier auch sehr große Makrelenschwärme, die Heringe ziehen hier rein. Das Revier lässt eigentlich keine Wünsche offen, man kann hier fangen, was man begehrt, hat natürlich dadurch die kurzen Wege. Unmittelbar am Haus sind die Anlegeplätze. Man kann hier gleich seine Fische zubereiten, kann abends noch seinen Fisch verzehren hier. Es ist einfach ideal. Das Revier gibt das her, was man von Norwegen erwartet. Man kann alle Fischarten fangen, die man im Tiefen und auch im Flachen fischen möchte. Genau. Wir wünschen unseren Gästen auf jeden Fall genauso viel Spaß und Erfolg, wie wir hier hatten, oder? Es wird schon klappen. Also viel Petri Heil unseren Gästen, die hierher kommen.